25 Jahre habe ich da geschuftet, Helga. Aber das zählt ja alles nicht mehr, obwohl du fast keinen Mist gebaut hast. Stellen Sie es auf den Schreibtisch. Guten Tag, Frau Plenske. Herr Plenske. Was machst du denn hier? Sag ich dir nachher. Wir trinken auf den neuen Job Ihres Vaters. Er fängt nächste Woche bei uns an. Lisa, du sagst ja gar nichts. Freust du dich nicht für mich? Möchten Sie nicht doch ein Glas? Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe soll nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist. So wie du bist, so wie du bist. Ihr Vater wird Verwalter in unserer Villa. Danke. Natürlich freue ich mich. Verwalter. So eine Art Hausmeister. Nicht so bescheiden, Herr Plenske. Der Job ist schon ziemlich anspruchsvoll. Und so ein großes Haus fordert seinen Mann. Danke. Wofür? Auf gute Zusammenarbeit. Ja. Ach, Maritimo, Mallorca, da waren wir doch jetzt schon so oft. Ich dachte, du freust dich hier mal was anderes. Ja, klar freue ich mich, aber das können wir uns nicht leisten, Mama. Ach, so jung und schon so vernünftig. Mann, 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 Mann. Na gut, du hast ja recht. Was hältst du von USA? Es war ein Scherz, Timo. Ein Scherz. Ach so, ja. Ich meine natürlich Türkei. Was hältst du von der Sekunde. Türkei? Sekunde. Hallo? Hi. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Jo. Ja, tschüss. Wer war das? Ist doch egal. Dein Vater war das, stimmt's? Und wenn? Triffst du dich mit ihm? Lass es, Mama, ja. Timo, du verstehst mich falsch. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, du tust mir weh, wenn du deinen Vater triffst oder mit ihm sprichst. Ich meine, ich möchte auf gar keinen Fall zwischen euch stehen. Ich weiß. Dein Vater hat mir sehr weh getan. Aber er ist eben dein Vater und wenn du das Gefühl hast, dass ich meine Probleme mit ihm auf deinem Rücken austragen möchte, dann möchte ich dir sagen, dass mir das sehr leid tut und dass das nicht meine Absicht ist. Mama, es ist okay. Ist okay. Hanna, die Bolero-Jacke. Ja, welche denn? Welche? Wie viele hängen denn da? Die Ziklanfarbene natürlich. C'est pas possible. Hugo, ich bitte dich. Glaubst du nicht, dass du ein bisschen dramatisierst? Ja, ich dramatisiere. Ich finde eher, dass ich maßlos untertreibe. In 2 Wochen muss die gesamte Kollektion stehen. Muss ich dir das wirklich erklären, dass man die Show für die Einkäufer nicht verschieben kann? Ich verzichte schon auf 2 Designassistentinnen. Ich brauche wenigstens genug Schnittdirektrissen und Models, die nicht unter Fettleibigkeit leiden. Inka! Ich habe das alles gespeichert. Du kriegst, was du brauchst. Und wann? Ich höre immer nur, dass man das Geld nicht freigeben kann. Sind wir pleite? Vielleicht gehe ich besser zur Konkurrenz. Wir sind nicht pleite. Hugo, mach dir keine Sorgen. Wir sind im Moment nur nicht liquide. Aber ist ja kein Wunder bei den Summen. Ich sag dir, wir arbeiten dran. Wir schaffen es. Diese Melodie hängt mir schon so zu den Ohren heraus. Ich hab dir vertraut, David. Du hattest meine Stimme. Aber sicherlich nicht dafür, dass du den Karren an die Wand fährst. Hugo, ich bitte dich. Es ist alles in die Wege geleitet. In ein paar Tagen kannst du wieder aus dem Vollen schöpfen. Glaub mir. Ich bin aber leider kein gläubiger Mensch. Je m'excuse. Wenn du mich weiterhin hältst, David, gibt es keine Kollektion, keine Show, keine Einkäufer und keinen Umsatz. 1,5 Kilo drüber, sagt sie mindestens. Und warum? Liebeskummer frisst seit Tagen nur Pralinen. Dann schick sie nach Hause und geh, such mir eine perfekte 36. Tut sweet. Hugo, ich lass dich nicht hängen, verflucht. Du kannst mir wirklich vertrauen. Nein, David, genug bitte. Mach du deine Arbeit. Meine Nerven machen das nicht mehr lange mit. Wow. Das ist ja schön. Also ich würde sagen, hier machen wir die Interviews. Und dann hätte ich gerne für das Intro eine Fahrt durch das ganze Foyer und das in 8 Sekunden. Meinst du, das geht? Ja, ist okay. Machen wir. Ja, das wäre schön. Bettina, Darling. Hi.
Du kommst gerade rechtzeitig, um den Untergang eines Giganten mitzuerleben. Schon wieder. Hallo, Hugo. 36. Hallo? Ich meine natürlich deine Kleidergröße. Eine glatte 36, Hugo. Kommst du mal mit? Ja, bis gleich. Ein Gekeife wie auf dem Fischmarkt. Hört er sich doch ganz danach an, als kündige Hugo David die Gefolgschaft. Schade für David, dass Hugo Vorstandsmitglied ist. Und in diesem historischen Moment verschieben sich die Stimmenverhältnisse im Vorstand zu unseren Gunsten. Ach, das hast du schon so oft gedacht, Richard. Aber diesmal habe ich dafür gesorgt, dass alle Trümpfe in meiner Hand sind. Kerimas Kreditrahmen ist ausgeschöpft und unsere Hausbank wird ihn in dieser Situation auf gar keinen Fall erhöhen. Ich habe mit einem Vertrauensmann gesprochen. Mit meinem Konzept und unter meiner Leitung hingegen, da wären sie bereit dazu. Du hast die Zeit für dich arbeiten lassen. Hätte nie gedacht, dass das aufgeht. Entschuldige mal, hast du was anderes von mir erwartet? Trotzdem, Taten sprechen lauter als Worte. Keine Sorge. Ich werde die Falle rechtzeitig zuschnappen lassen, noch bevor Kerima Schaden nimmt. Und dann? Dann gehört Davids Sessel mir. Oh, Entschuldigung. Jürgen, kann ich vielleicht auch noch einen Kaffee haben? Ja, klar. Danke. Ich bin irgendwie ein bisschen beschwipst. Was glaubst du, warum ich die ganzen Würstchen esse? Alkohol vor Feierabend, das ist nicht für Vater. Wieso? Dein Job hat doch noch gar nicht angefangen. Gibt's auch keinen Feierabend, hä? Denkst du, ich muss nachher gleich bei den alten Herrschaften antreten, damit ich nicht mit einer Fahne durchs Haus torkeln. Dann hast du Pfefferminz oder sowas? Ja, klar. Hast du Mama eigentlich schon angerufen? Klar, die war total aus dem Häuschen. Schnattchen, das haben wir alles dir zu verdanken. Quatsch. Du musst Jürgen danken. Blödsinn. Natürlich hättest du Herrn Seidel nicht gesagt, dass er arbeitslos ist. Ja, und wenn du nicht so rumgejammert hättest, dann hättest du. Ja, nur streitet euch doch nicht. Ihr seid beide ganz wundervolle Leute. Danke. Mann, ich muss los. Papa, lass mal stecken. Ich mach das schon. Das kriegst du heute Abend wieder, Schnattchen. Ne? Tschüss, ihr beiden. Tschüss, tschüss. Tschüss. Na, träumst du wieder? Nein, ich. Was David für Paps getan hat, das ist total nett von ihm gewesen. Ich meine, guck mich nicht so an. Ich lass mich nicht mehr von ihm einlullen. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich hab's hier oben eingebrannt. Ja, hier oben, ja? Hm? Ich glaube, deine Festplatte müsste mal neu konfiguriert werden. Ich falle nicht mehr auf ihn rein. Nie mehr. Doch, tu ich nicht. Der hat das ja nur gemacht, um mich rumzukriegen. Mich rumzukriegen. Oh, was träumst du denn wieder zusammen, Lisa? Ein David Seidel, der hat das gar nicht... Also nee. Aber wieso hat er es dann gemacht? Danke sehr, Gabriele. Sie möchten wirklich nichts? Nein, danke. Ja, mein Mann muss jeden Augenblick hier sein. Und weshalb haben Sie Ihre Stellung aufgegeben? Ich wurde aufgegeben, nach 25 Jahren in der Firma. Es tut mir leid. Ein schönes Haus haben Sie hier. Danke. Und ein großes. Macht viel Arbeit. Wie Sie doch feststellen werden. Ja. Sie sind doch handwerklich versiert? Ja, ja. Zu Hause mache ich alles selber. Da können Sie meine Frau fragen. Ja, mein Mann wollte sich jetzt eigentlich auch persönlich um die Hausangelegenheiten kümmern, aber... Das hier zu Hause ist doch etwas anders als seine Firma. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Herr Plenske, Sie müssten mich jetzt leider bitte entschuldigen, ja? Mein Mann wird, wie gesagt, jeden Augenblick hier sein. Bitte behalten Sie doch Platz. Sie sind bestimmt der Flenske. Ja. Selbstverständlich. Bis übermorgen dann, ja. Also doch übermorgen schon. Hast du es ja selbst gehört. Da ist nichts zu machen. Übermorgen Vormittag, 11 Uhr. Verdammt. Es reicht Ihnen nicht, wenn ich als Vertreter von B-Style komme. Was? Sie bestehen auf der Geschäftsführerin. Das geht nicht. Das habe ich denen auch gesagt. Natürlich nicht so. Dann ruf sie noch mal an.
Es hilft nichts. Die Plenske muss den Termin wahrnehmen. Oh Gott. Dann merken die doch gleich, dass es sich nur um eine Scheinfirma handelt. Die Plenske geht da nicht hin. Ich habe ihr hoch und heilig versprochen, dass die Angelegenheit mit der Unterschrift für sie vorbei ist. Das tut die nicht. Du musst der Plenske klar machen, um was es sich hier handelt. Das weiß sie doch. David, du bist ihr Chef und sie ist immer noch deine Assistentin. Sie muss nur einmal die Geschäftsführerin spielen. Ohne sie sind wir aufgeschmissen. Okay, okay. Ich schau, was sich machen lässt. Hi, Timo. Ich habe eine riesen Neuigkeit. Ja? Ein Urlaubszuschuss für mich? Nein, kann ich doch gar nicht. Aber ich werde veröffentlicht. Naja, vielleicht. Ein Gedichtband von mir. Ja, dann kriegst du doch Geld. Geld? Darum geht's doch gar nicht. Warum denn? Ja, gedruckt zu werden, darum geht's. Ja, mit Gedichten, da landest du keine Bestseller. Ist auch nur ein kleiner Verlag, eigentlich ein Ein-Mann-Verlag. Aber trotzdem, er hat meine Arbeiten gelesen und will mit mir über eine mögliche Veröffentlichung sprechen. Cool. Ah, da kommt sie ja. Wie jetzt? Du, auf so ein Dreier-Ding habe ich jetzt gar keinen Bock. Na komm, Timo, die Britta ist eine tolle Frau. Na und? Ich will dir nichts von mir erzählen. Hallo. Hi. Frau Plenske? Ja? Haben Sie einen Augenblick für mich Zeit? Natürlich. Sie strahlen ja richtig von innen. Steht Ihnen gut? Ich strahle? Ja, genauso wie Ihr Vater vorhin. Sie haben dasselbe Lächeln. Danke. Was möchten Sie? Ich wollte nur nett sein. Nett sein? Ja, das warst du. Ich wollte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken, was Sie für meinen Vater getan haben. Ach, keine Ursache. Ich frage Sie ungern, aber Sie könnten einen großen Gefallen für mich tun. Aha, wusste ich's doch. Jetzt kommt's. Morgen ist ein enorm wichtiger Bankentermin für B-Style. Was rede ich? Für Karima. Und da Sie die Geschäftsführerin von B-Style sind, also die Leute von der Bank, die wollen mit der Geschäftsführerin sprechen, persönlich. Haben Sie deshalb meinem Vater den Job gegeben? Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie. Ja, ich bin Geschäftsführerin von B-Style, aber nur auf dem Papier. Nur zum Schein. Ich muss nichts machen. Das war unsere Abmachung. Ich weiß. Sie haben es mir versprochen. Oh Gott. Oder schmeißt der Papa sonst gleich wieder raus? Ich werde mein Versprechen halten. Es war dumm von mir. Tut mir leid. Reparaturen, die Sie nicht selbstständig ausführen können, geben Sie in Auftrag. Sie sind mir natürlich für die tatlose Ausführung verantwortlich. Kann ich über die Auftragsvergabe frei entscheiden? Im Prinzip ja, aber wir haben auch Unterlagen über Handwerker, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Der Garten fällt übrigens auch in Ihren Bereich. Prima, am besten, den schaue ich mir gleich an. Am besten hören Sie mir einfach mal zu, ja? Es sind natürlich auch Besorgungen zu machen. Haben Sie einen Führerschein? Alle Klassen, seit 28 Jahren unfallfrei. Richtig. Für die Küche kauft die Haushälterin selbst ein. Alles andere fällt in Ihr Ressort. Wie sieht's aus mit Werkzeug? Das finden Sie im Geräteschuppen hinterm Haus. Dann sehe ich mich mal um. Ich werde Sie herumführen, Herr Penske. Ach ja, noch etwas. Das Finanzielle. Das habe ich bereits mit Ihrem Sohn geklärt. Es geht hier um das Hauskonto für anfallende Rechnungen. Das verwalten Sie auch. Fürs Erste trage ich noch die Verantwortung dafür. Herr Seidel, wenn Sie mir nicht vertrauen, also... Ja, Vertrauen ist wie eine Blume. Sie muss wachsen. Ach, so ist das. Wissen Sie was? An Ihrer Stelle würde ich mir einen anderen Ton anlegen. Bei allem Respekt, Herr Seidel, aber wenn Sie schon mal ein Huhn gewesen wären... Genug geredet. Ich führe Sie herum. So, jetzt werden die Mädels nur noch schnell Maß nehmen und dann... Dann benennst du lieber Hugo das Kleid nach mir, okay? Brilliant, Hugo. Hallo. Hallo. Und dann wird es mir eine Freude sein, dir dieses Kleid im Namen des Hauses zu verehren. Das geht nicht, Hugo. Das kannst du nicht machen. Du hast mir das Leben gerettet, Darling. Wobei,
wie ich mich so betrachte. Okay, aber dann hast du einen Wunsch frei. Ach, dann berichte doch über meine neue Kollektion in deiner neuen Sendung. Abgemacht. Himmlisch, Hugo. Deine Fantasie begeistert mich immer wieder aufs Neue. Du verwöhnst dich, Sophie. Na, der Wahrheit alle Ehre. Und das bei diesen Bedingungen? Ja, ich hab schon gehört. Armer Hugo. Das ist ja unglaublich. Hast du das etwa für mich gemacht? Diese Kollektion ist womöglich der größte Wurf deiner ganzen Karriere. Jetzt hör aber auf, Sophie. Nein. Das werde ich noch rot in meinem Alter. Nein, es ist wahrhaftig ein Jammer, dass ausgerechnet so ein Geniestreich womöglich nie das Licht der Welt erblicken wird. Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Jetzt stell dich doch nicht so dumm, Hugo. Du wirst doch wohl gehört haben, dass die Finanzierung der Kollektion wackelt. Ach, was sag ich, wackelt? Schon abgestürzt ist. Ja, aber David hat doch versprochen. Ach, David, David verspricht das Blaue vom Himmel nur, um seinen Hals zu retten. Schließlich hat er uns in diese Kalamität hineinmanövriert. Hanna, geh zu Bettina und hilf ihr beim Umkleiden. Das ist aussichtslos. Britta ist eine Spitzentheaterschneiderin. Eine wahre Künstlerin. Jetzt hör mal auf, mich anzupreisen wie eine prämierte Kuh. Glaubst du, Timo interessiert sich fürs Schneidern? Wieso nicht? Immerhin arbeitet er in einem Modehaus. Aber nicht als tapferes Schneiderlein. Wollt ihr noch was? Nur mal dasselbe, bitte. Nein, wirklich. Britta wird bestimmt bald eine herausragende Kostümbildnerin. Aber fürs Erste tut's auch die Modebranche. Hm? Hab ich was verpasst? Britta hat sich bei Karima beworben. Nee, oder? Nee, das kannst du Mama nicht antun. Wer will ihr denn was antun? Britta braucht den Job und Inka ist eine vernünftige Frau, die kommt damit schon klar. Was spinnst du? Du kannst doch nicht einfach... Hey, Timo, jetzt warte doch mal. Mir ist es doch auch total unangenehm. Wirklich. Aber ich brauche dringend Geld und Karima sucht gerade jemanden. Ich möchte wirklich keinen Stress, weder mit deiner Mutter noch mit dir. Das kann schon sein. Trotzdem. Uns bleibt ja keine Wahl bei Davids katastrophalen Zahlen. Unter Richards Leitung wäre deine grandiose Kollektion gerettet. Und alle künftigen gesichert. Hugo, du bist ein wahres Genie. Aber deine Kreationen können nur verwirklicht werden, wenn du auch das nötige Budget zur Verfügung hast. Und woher willst du das Geld dafür nehmen? Die Bank wird uns den Geldhahn wieder aufdrehen, wenn wir zu unserer soliden, klassischen Geschäftspolitik zurückkehren. Genau. Unter Davids Führung wird es keinen Cent mehr geben. Seine schönen Visionen haben in der Realität und auf dem Markt leider keinen Bestand. Aber die Rettung naht. Oh. Auf dich, mein Sohn. Shen Shen. So, Herr Plenske, die Hecke ist auch bald dran. Die bekommt jedes Frühjahr einen Radikalschnitt verpasst. Das gehört auch zu Ihren Pflichten. Das ist kein Problem, Herr Seidel. Aber wenn der Schnee fällt auf den Mist, bleibt die Hecke, wie sie ist. Deutsche Bauernregel. Also sobald der weg ist, kann ich sofort ran. Ja, so lange möchte ich eigentlich nicht warten. Wir haben bereits April. Bei der Arbeit packe ich mit an. Wissen Sie, ich liebe Gartenarbeit. Ja, ich habe mir dieses Jahr sogar eine neue Elektroschere zugelegt. Also ich persönlich ziehe ja Handarbeit vor. Ja, wahrscheinlich haben Sie auch keine elektrische Zahnbürste und rasieren sich immer noch nass. Genau so ist es. Wissen Sie, was ich als Geschäftsmann gelernt habe? Dass man sich nicht gegen die Zeit stellen soll, sonst geht man unter. Man muss rationell denken. Das gilt im Geschäftsleben wie auch privat. So rationell, bis man nachher gar keinen Menschen mehr braucht, nicht? Auf die Art und Weise habe ich meinen letzten Arbeitsplatz verloren. Ja, okay, okay, das ist natürlich ein anderer Punkt. Ich für meinen Teil war immer in einem kreativen Bereich tätig. Da kann man niemand wegrationalisieren, da braucht man Menschen. Kreative Menschen. Andererseits, stumpfsinnige, sich ständig wiederholende Arbeiten kann man von Maschinen erledigen lassen. Dafür ist der Mensch zu schade. Menschen. Ach so. Ja, wie auch immer. Ich habe zu tun. Hier ist der größte Stellenmarkt drin. Probieren Sie es mal. Vielleicht finden Sie was. Mach dann 2 Euro, bitte. Papa hat sich so gefreut über den Job. Das werde ich David nie vergessen.
Er hat so viel am Hals und trotzdem hat er sich für Papa eingesetzt. Und ich bin nicht mal bereit, ihm einen kleinen Gefallen zu tun. Lisa, spinnst du eigentlich? Das Problem ist, es ist kein kleiner Gefallen. Es ist ein Riesending. Das kann mich in Teufels Küche bringen. Für den Rest meines Lebens. Nee, das geht nicht. Ich kann ihm nicht helfen. Das ist nichts für dich, Lisa. Das würde komplett schief gehen, das spüre ich. Huhu. Hallo. Oh nein, es ist schon wieder soweit. Hallo. Ich habe doch gar nichts gesagt. Nein, aber gegessen. Das ist kein Esspapier. Hätte es mir aber früher sagen können. Ja, das bringt ja nichts in dem Stadium. Kenn ich doch schon. In was für ein Stadium? In dem David ist eigentlich ganz niedlich. Ich tue alles für ihn, egal was ich jemals zuvor gesagt habe. Stadium? So ein Quatsch. Ich konnte doch nicht wissen, dass Herr von Bramberg und seine Mutter so gemein sind und dass David dafür so Lisa, kämpfen muss. Lisa, das geht dich nichts an. Entschuldigung? Ich arbeite auch in dieser Firma. Hast du es vergessen? Nein. Wir reden über nichts anderes. Ich bin Davids Assistentin, seine rechte Hand. Und ich bin nun mal auch ja, seine Scheingeschäftsführerin. Lasst die Sache in Ruhe. Das ist nicht koscher. Ja, ich bin ja auch nicht bescheuert. Ich werde mir nicht mehr die ganze Nacht für ihn um die Ohren hauen. Ich werde auch nicht mehr auf seinen Hundeblick drauf reinfallen. Nein, natürlich nicht. Bist immun. Ach, übrigens, die Schokolade, die bringe ich dir natürlich in den Knast. Das ist mir doch egal. Als ob ich von Schokolade abhängig wäre. Knast. Und wenn schon, da gehe ich doch lieber in den Knast, als dass ich schuld bin, dass hier alle ihre Jobs verlieren. Das könnte ich mir nie verzeihen. Oh Gott. Es geht also gar nicht anders. Ich muss es tun. Max, hast du keinen Hunger? Mir knurrt der Magen. Das ist doch schon längst weg. Mist. Wir können ja was bestellen. Pizza. Stärken Sie sich, meine Herren. Die Nacht kann lang werden. Ich werde mich dann schon mal einarbeiten. Dankeschön. Darf ich?